Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, verändert sich das Leben für alle, die dieses Kind annehmen. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Weihnachten feiern wir, dass es in aller Dunkelheit immer wieder auch einen neuen, hellen Anfang geben kann. Darauf weisen uns auch Worte aus dem Johannesevangelium hin. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Gemeinsam wollen wir beten. Ewiger Gott, diese Nacht ist heller als andere Nächte und doch ist bei uns viel Dunkelheit. Wir warten auf deinen Frieden und bitten dich, hab Erbarmen mit uns in dieser Nacht und immer. Manchmal sehen wir Licht im Dunkeln und spüren den Hauch deiner Engel. Denn du bist da mit deiner Liebe und füllst unsere Herzen mit Hoffnung und Trost. Hier sind wir nun und bitten dich, komm uns nahe, sprich zu uns wie einst zu den Hirten, lass uns dein Licht sehen in der Dunkelheit unserer Tage. Wir brauchen deine Liebe hier auf der Erde, wir brauchen deinen Segen hier bei uns und überall. Lass uns glauben, sehen, spüren, dass du schon hier bist und uns nahe kommen willst. Werde auch heute wieder geboren in unseren Herzen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als Predigtext habe ich uns einen ganz kurzen Ausschnitt aus der bekannten Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium ausgewählt, nur einen einzigen kurzen Vers, Lukas 2, Vers 7. Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wenn ich mir diese Situation vorstelle, wie Maria dort ihren ersten Sohn zur Welt bringt, spätestens an dieser Stelle, denke ich mir, wird sie gedacht haben, so ein Mist, das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Das fängt schon damit an, dass Maria ihren ersten Sohn nicht bekommt als verheiratete Frau mit Josef, so ganz normal, wie sie sich das vielleicht gewünscht oder vorgestellt hätte, sondern als uneheliches Kind. Das geht weiter damit, dass sie ihren ersten Sohn zur Welt bringt, nicht zu Hause in Nazareth, sondern weil die Römer diese Volkszählung anberaumt hatten, sie sich mit Josef auf den Weg nach Bethlehem machen musste. Und so geht es Maria vermutlich ganz ähnlich wie vielen von uns heute, dass wir Weihnachten nicht dort feiern, wo wir es eigentlich uns vorgestellt hätten.
Nun, wir wären jetzt gerne bei Verwandten irgendwo hingereist und wir dürfen es nicht. Wir sitzen jetzt zu Hause. Maria wäre gerne zu Hause geblieben und musste nach Bethlehem sich auf den Weg machen. Und dann noch nicht mal in Bethlehem findet sie den Platz, den sie sich vorgestellt hätte. Raum in einer Herberge und ein ordentliches Bett für ihr Baby. So wie wir heute vielleicht auch nicht da sitzen, wo wir eigentlich hätten sitzen wollen. Im Weihnachtsgottesdienst irgendwo in der Kirche, so wie wir das kennen und uns wünschen. Und an der einen oder anderen Stelle ist vielleicht auch bei uns der Gedanke aufgekommen, so ein Mist, wo ist jetzt Gott eigentlich hier? Und nun kennen wir alle diesen Slogan, der zu Weihnachten immer wieder auch gerade von Kirchen und in Predigten bemüht wird, der da sagt, Gott kommt in unsere Welt, Gott kommt in unsere Dunkelheit. Ja, das klingt gut. Ich glaube, es fühlt sich aber tatsächlich meist so an wie so ein Mist. Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Und deshalb lautet das Leitmotiv dieser meiner Predigt auch, Gott kommt in unseren Mist. Da hinein, wo wir uns das Leben ganz anders vorgestellt haben, da hinein kommt Gott. Und dass er das schon bei Maria tut, das ist auch in ihrer Geschichte ganz deutlich vom Anfang an. Denn Gott redet zu ihr, Gott begegnet ihr und auch ihrem Josef und auch anderen. Gott begegnet Maria schon am Anfang dieser Geschichte durch einen Engel, der ihr sagt, Maria, ich habe etwas Besonderes mit dir vor. Ich werde dein Leben ins Chaos stürzen, alles durcheinanderwirbeln. Bist du dabei? Machst du mit? Und wenn ihr wollt, könnt ihr das ein Kapitel vorher in Lukas 1 nachlesen, was Maria darauf für eine Antwort gibt. Denn sie sagt, ja, okay, ich bin dabei, ich mache mit, lass es so geschehen. Die Beatles haben im Englischen aus diesem kleinen Satz, lass es so geschehen, einen Welthit gemacht, let it be. Maria ist dabei, wenn Gott zu ihr kommt und in ihrem Leben wirkt, auch wenn das manchmal durch ganz merkwürdige und komische Umstände hindurch geschieht. Und dass Gott in ihrem Leben weiterwirkt, das erfährt sie an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel, dass Gott zu ihrem Mann Josef redet in Träumen. Dass Gott anderen begegnet, die sie vielleicht gar nicht auf dem Plan hatte, sich gar nicht gewünscht oder vorgestellt hätten. So kommen zur Geburt ihres ersten Kindes nicht Verwandten zu Besuch, sondern so komische Typen, Hirten vom Felde, die ihr die ersten Glückwünsche und ein Loblied Gottes mitbringen. Wie ist das bei mir? Kann es sein, dass Gott mir in meinem Leben auch begegnet, nur ich erwarte ihn wo ganz anders und auf ganz andere Weise? Ich müsste vielleicht wie Maria auch diesen ersten Schritt tun und zu Gott sagen, ja, okay, ich komme raus aus meinem Nein, das darf doch nicht wahr sein, was für ein Mist, was das hier ist, zu einem ja, gut Gott, auch wenn nicht alles so ist in meinem Leben, wie ich es mir wünsche, auch wenn gerade alles drunter und drüber geht, auch in so einer Corona-Pandemie, Gott kommt zu uns durch unsere Träume, durch seine Engel, durch Menschen, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet hätten. Und er redet zu uns in der Stille, da im Stall zu Maria, vielleicht auch in der Stille jetzt an diesem Heiligabend oder an diesem Weihnachtsfest bei uns zu Hause. Man muss nur die Ohren und Augen aufmachen für die verborgene Wirklichkeit Gottes, die hinter dem liegt, was uns zunächst erstmal verwundern oder abgestoßen sein lässt. Und dann merkt man, aus so manchem Mist kann Gott auch noch Dünger machen. Gott kommt in die Dunkelheit, um es hell werden zu lassen. Gott kann die Dunkelheit in einen neuen Tag verwandeln und er nimmt uns dabei mit. Bist du dabei? Amen.
Vielen Dank allen, die bei diesem Gottesdienstvideo mitgemacht haben. Vielen Dank auch allen, die sonst in unseren Kirchengemeinden sich engagieren und dazu beigetragen haben, dass rund um dieses Weihnachtsfest, aber auch sonst in den vergangenen Wochen und Monaten so viel möglich wurde, dass wir geistliche Impulse, aber auch Gottesdienste in verschiedenen Formen haben erleben dürfen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, gerade in diesen schwierigen Zeiten auch Kontakte zu halten. Vielen Dank. Auch in diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit, unsere jährliche Brot für die Welt Spendenaktion zu unterstützen. Normalerweise sammeln wir ja in unseren Heiligabend-Gottesdiensten die Kollekte dafür ein. In diesem Jahr bitten wir Sie, die Möglichkeit einer Überweisung zu nutzen. Wir blenden Ihnen auch unten dazu die Bankverbindung ein. Brot für die Welt setzt sich weltweit ganz vielen Hilfsprojekten dafür ein, dass die Dunkelheit uns allen erhellt wird durch unsere Mithilfe, durch die Liebe, die Gott uns erfahren und schenken lässt und die wir weitergeben können. Sie haben außerdem neben dieser Überweisungsmöglichkeit auch die Möglichkeit, diese braunen Tüten zu benutzen. Wenn Sie noch keine zu Hause haben, aber eine Barspende wahrnehmen wollen, können Sie so eine braune Spendentüte auch gerne im Pfarramt bekommen. Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen selbstverständlich auch zu. Soweit die kurzen Infos. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt beten wir noch einmal. Ewiger Gott, zur Welt gekommen bist du in einem kleinen Kind in der Krippe. Du teilst unser Leben mit all seinen Freuden und Sorgen. Du verstehst, wie wundervoll dieses Leben sein kann. Das Licht der Sonne und das Funkeln der Sterne. Die Liebe, die unser Leben so reich macht und das Brot, das unser Leben erhält. Dafür danken wir dir. Doch du kennst auch all das, was uns Menschen bedrückt. Und da gibt es so viel gerade in dieser Corona-Zeit. Darum bitten wir dich in der Stille für alle Menschen in Not, hier und in der Ferne. Steh ihnen und uns bei mit deiner Kraft. Schenke ihnen und uns immer wieder das Licht deiner Liebe. Wir bitten dich für deine wunderbare und bedrohte Schöpfung, für alle, die unter der Pandemie leiden und für alle, die sich dafür einsetzen, dass das Leid gelindert wird. Wir bitten dich für alle Menschen und für deine ganze Schöpfung um den Frieden, den nur du geben kannst. In Jesu Namen beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und weitergehen wollen wir unseren Weg mit dem Frieden und Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Snow is falling all around me, your children playing, having fun. It's the season, loving, understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebration. People dancing all night long. Time for presents and exchanging. Oh,